Tja, Rico Borg ist bester Dinge, trotz seines Mittelfußbruchs auch, was die heutige Regionalliga-Partie des 17. Spieltags gegen den SC Weiche Flensburg angeht. Und das, obwohl Eintracht Norderstedt in 16 Partien erst einmal gegen Weiche gewinnen konnte. Das ist übrigens schon mehr als 6 Jahre her. Auch deshalb ist höchste Konzentration beim Tabellenfünften gefragt, zumal die Flensburger nach dem Pokal aus dem Stadtderby etwas gut zu machen haben. Die Gäste in Weiß-Blau von links nach rechts mit Hartmann und Rehfeld. Artistisch der Innenverteidiger mit der ersten Chance der Partie. Rakočević sofort gefordert. Flensburg erwischt den besseren Start, kann Norderstedt immer wieder unter Druck setzen. Rakočević muss den Ball weit rausschlagen. Der Ball landet bei Kramer. Super Steckpass, Hartmann vollkommen frei, Hartmann! Dominik Hartmann, sein linker Fuß ist eine Waffe, das beweist er hier fast zum 7. Mal in dieser Saison. Wieder der emsige Hartmann. 1 gegen 1 gegen Kummerfeld und Behunek setzt sich durch, Ball für Peto. Torge Peto, der Kapitän, hat noch keine Minute in der Liga verpasst, hier verpasst er allerdings das Tor. Endlich mal wieder Norderstedt. Kapitän Brown. Hölscher. Maxen verpasst Behunek. Riesengelegenheit. Auf einmal viel Platz im Strafraum von Weiche. Den gibt es nur selten. Auch deswegen Glück für Straub und Co. Immer wieder erfolgreiches Flensburger Pressing. Peto. Cornels. Super Solo sieht Ilidio! 0:1 Weiche Flensburg durch den Brasilianer. 36. Minute, es gibt aber Proteste von der Norderstedter Bank. Dem Tor soll ein Handspiel vorausgegangen sein, das der Schiedsrichter sogar anerkannt, aber nicht abgepfiffen hat. Jordan Brown äußert sich nach der Partie ausführlich bei uns zu dieser Situation. Dann der Zweikampf Hartmann gegen Koch. Tierschütz pfeift auf Freistoß und jetzt schauen Sie mal ganz genau hin. Torge Peto, der Kapitän, geht zum Schiedsrichter. Wann dürfen wir schießen? Und kriegt die Nachricht, ihr dürft sofort schießen. Und so rechnet niemand damit. Und Peto macht ihn einfach rein. 0:2 Weiche Flensburg. Der Treffer ist tatsächlich regulär. Kurioses Tor. Natürlich hat Norderstedt da dennoch gepennt. Aber gepfiffen hat der Schiedsrichter nicht. So hat Peto den freien Schuss, mit dem niemand rechnet. Auch nicht Rakočević. Und so kassiert Eintracht Norderstedt gleich innerhalb von 3 Minuten 2 Gegentreffer. Unfassbar bitter. Brüning. Unnötiger Stoppfehler. Kramer ist zur Stelle. Und wieder läuft die Kontermaschinerie. Peto. Einmal rübergelegt. Klasse gesehen, Cornels! Jetzt ist Rakočević zur Stelle. Es wäre das bereits 10. Saisontor von Marcel Cornels geworden. Der Flügelspieler befindet sich wie fast alle Flensburger heute in einer blendenden Verfassung. Noch einmal auf Bäumen der Eintracht vor der Pause. Hölscher. Flankenball kommt. Lüneburg! Immer muss mit ihm gerechnet werden. Ein sensationeller Versuch. Es bleibt aber bei der 0:2 Halbzeitführung für Weiche Flensburg. Olofimi Smith und Jens Martens haben einiges zu besprechen mit dem Schiedsrichtergespann. Für Thomas Seliger müsste die Pause halbwegs ruhig ausgesehen haben. Die Gastgeber starten frisch aus der Pause. Marxen, Brown, Behunek. Steckt den Ball durch. Lüneburg vollkommen frei. 1:2 Anschlusstreffer. 49. Minute. Sein bereits 8. Saisontor im 200. Regionalligaspiel. Für Eintracht Norderstedt Jan Lüneburg jagt seinen eigenen Rekord von 2014-15, als er 12 Saisontore erzielte. Wie reagiert Flensburg? Mit einem Sieg könnte man ja Tabellenführer der Regionalliga Nord Gruppe Nord werden. Weiter Ball. Peto ist aufmerksam. Peto! Weit am Tor vorbei, gibt dennoch Anerkennung für das gute Stellungsspiel.
von Cornels. Norder steht jetzt nochmal mit dem eingewechselten Choi. Wir sind schon in der Schlussphase. Brown. Klasse Flanke. Nochmal Choi. Dem Koreaner verspringt hier komplett der Ball. Sonst darf sich Flensburg nicht beschweren, wenn es auf einmal 2:2 steht. Behunek. Nochmal der Ball für Lüneburg. Es wäre so wichtig gewesen, dieser Kopfball von Jan Lüneburg. Das war dann aber auch zeitgleich die letzte Chance der Partie. Eintracht Norderstedt verliert zu Hause knapp mit 1:2 gegen den SC Weiche Flensburg, der damit auf Tabellenplatz 1 aufsteigt, eine richtig gute erste Halbzeit gezeigt hat. In der zweiten Halbzeit kamen die Norderstedter noch einmal ran. Diskussionspunkt bleibt natürlich der erste Treffer nach einem angeblichen Handspiel und der zweite Treffer nach einem Freistoß. Wir haben beide Kapitäne bei Christian Oldendorf. Ja, wie du schon sagtest, schweres Spiel. Erste Halbzeit haben wir super gemacht, gut gespielt, uns gut angeboten. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr ganz so gut, da standen wir dann zu tief, haben denen zu viel Räume gelassen und haben selbst ja keinen Fußball mehr gespielt, sondern eher nur noch viele lange Bälle und dann gehofft, das war ja nicht so gut, ausbaufähig. Ja, also erstmal zu mir. Ich bin natürlich froh, dass ich nach so langer Zeit mal wieder von Anfang an spielen konnte und bin auch mit der Leistung grundsätzlich zufrieden. Was die Teamleistung angeht, ist genau das Gleiche. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Am Ende des Tages ist es natürlich so, dass Weiche eine extrem clevere Mannschaft ist, die genau wissen, was sie machen, wann sie fallen müssen, wann sie welche Aktionen ausführen müssen. Das sieht man exemplarisch beim zweiten Tor. So das erste darf in meinen Augen nicht fallen, weil es ist ein klares Handspiel. Der Schiri bestätigt das sogar, sagt aber, es ist keine Vergrößerung der Körperfläche. Ich weiß nicht, wie das Regelwerk ist, aber in meinen Augen darf das nicht zählen, das Tor. Beim zweiten Tor schlafen wir ganz klar. Die nutzen das eiskalt aus und dann ist man innerhalb von 5 Minuten 2:0 hinten. Ein Doppelschlag, von dem sich die Norderstedter nicht mehr holen konnten. Damit rutscht man ab auf Tabellenplatz 6.